Leute, 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 es ist Zeit für Infos. Guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ich dachte mir, es ist gerade ein richtig guter Zeitpunkt, um dieses Video abzufilmen, weil ich gerade eben bei der Post war und die Kündigung für meinen Mietvertrag abgegeben habe. Jo. Halleluja, was ist jetzt schon wieder los? Ne? Hier, ihr wisst ja, ich liebe es, meine Geheimnisküche so zu schmieden. Und ja, in den letzten Wochen ist dann doch wieder sehr viel passiert im Hintergrund. Und das war auch Teil von meinem Geheimprojekt, von dem ich ja die letzten Wochen gesprochen habe. Ich will gar nicht so lange zurückhalten mit den ganzen Informationen, weil ich es einfach raushauen will und ich mich auch so riesig darüber freue. Also erstens mal möchte ich sagen, mein erster Gedanke war, euch zu überraschen damit. Dann der zweite Gedanke war aber, nee, das bringt gar nichts. Deswegen freue ich mich viel zu sehr darüber, um das jetzt noch hinterm Berg zu halten. Und ich würde das einfach unfassbar gerne mit euch teilen. Und außer, dass ihr danach sagt so, oh, das kam jetzt überraschend, ist es für mich einfach viel cooler, das mit euch zu teilen, als da ein riesen Geheimnis draus zu machen und ihr euch wahrscheinlich die ganze Zeit wundert, was ist denn eigentlich mit mir los? Ja, vereinzelt habe ich nämlich tatsächlich schon so ein paar Nachrichten bekommen, wo denn zum Beispiel Mutsmuts ist. Ihr habt ja, wenn ihr aufmerksam zugeguckt habt die letzten Wochen, mitbekommen, dass ich in Berlin war, dass ich gesagt habe, es gibt ein Geheimprojekt. Ich weiß aber noch nicht, ob es funktioniert und deswegen verrate ich es noch nicht, weil ich nichts verraten möchte, wo ich nicht weiß, ob es überhaupt stattfinden wird. Und ja, jetzt weiß ich, dass es klappt. Wieder erwarten, vielleicht einiger, werde ich nicht nach Dublin ziehen, sondern zurück nach Berlin. Ja, es geht zurück nach Berlin. Warum war ich da? Ich habe nach einer Wohnung gesucht und vielleicht, wenn ihr den Berliner Wohnungsmarkt kennt, wisst ihr, dass das echt schwierig ist. Und ja, deswegen wusste ich nicht, ob es klappt, aber es hat geklappt und es geht wirklich sehr bald für mich zurück. Also Ende nächsten Monats müsste ich eigentlich wieder Berlinerin sein. Ah. Es gibt für mich sehr viele Gründe, warum ich das mache. Einige sind privat, einige sind beruflich. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich auch, na, was ist denn mit der Liebe? Auch das ist von Berlin aus für mich so viel einfacher, beziehungsweise für uns beide. Und wer weiß, wie es weitergeht. Ich gehöre einfach nach Berlin. Ich habe es jetzt auch wieder gemerkt, als ich da war. Ich habe Berlin vermisst. Tatsächlich, ich habe Berlin vermisst und es ist schön, wieder zurückzukommen. Ich möchte die Zeit absolut nicht vermissen, die ich hier in Köln verbracht habe. Es war ein richtig geiles Jahr, voller Phantasialand. Ich habe in diesem einen Jahr zwei Städte so gut kennengelernt, dass ich mich dort richtig auskenne. Also ich habe in dem einen Jahr, das ist total witzig, falls ihr euch erinnern könnt auch, ich habe ja am Anfang, bevor ich nach Dublin gegangen bin, als ich diese 6 Wochen gebucht habe, habe ich ja gesagt, ich würde es total faszinierend finden, einfach für längere Zeit mal woanders hinzugehen. Habe in dem Moment aber auch gar nicht so richtig kapiert, da ich das gerade in dem Moment eigentlich schon gemacht habe mit Köln. Also in dem Jahr habe ich sozusagen zwei Städte für mich neu entdeckt. Das ist voll der Wahnsinn. Dann kommt halt noch so eine ganz kleine persönliche Sache dazu, die ich jetzt für dieses eine Jahr richtig, richtig cool fand. Und zwar, ich wohne hier einfach mega zentral. Also ich wohne so, so zentral. Und die ist auch echt ruhig gelegen, die Wohnung. Nichtsdestotrotz merkt man einfach, dass die Wohnung sehr zentral ist. Gut, jetzt könnte man sagen, in Berlin ist es nicht unbedingt leiser. Ich habe aber echt eine richtig ruhig gelegene Bude gefunden. Und das ist auch nochmal so ein Grund für mich. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich so ein Ruhe-Junkie bin. Ich bin so ein extremer Ruhe-Junkie und ich brauche das einfach. Was ist denn jetzt mit Mutsmuts? Vielleicht wisst ihr ja auch, wenn ihr schon länger zuguckt, Mutsmuts ist gebürtige Berlin. Berlinerin. Also Mutsmuts ist ein echtes Berliner Original. Die freut sich natürlich auch, wenn sie wieder in Berlin ist und die ist tatsächlich sogar schon in Berlin. Ich möchte ihr einfach diesen ganzen Stress jetzt nicht antun hier, wenn hier dann anfangen die Kisten rumzustehen und ich alles einpacke und dieses ganze Chaos und alles Mögliche, dann Besichtigungstermine mit fremden Leuten. Ich dachte mir, ich bringe sie zu sehr, sehr
guten, bekannten und lieben Menschen, denen ich zu 100% vertraue. Und da soll sie jetzt 4 Wochen oder 5 Wochen Urlaub verbringen. Und bis ich dann alles schön dort, bis sich alles in Berlin für mich so gelegt hat. Und dann kommt sie wieder zu mir. Ja, ich vermisse sie, aber es ist einfach besser für sie jetzt. Ich bin auch so froh. Also Mutz ist eine richtig gechillte Katze. Also das ist eine richtig gechillte Katze. Also die ist so entspannt mit, wenn sie mal an einen neuen Ort kommt und so. Also ich weiß es ja nicht, ne? Also wenn ich sie nicht hier in der Stadt, aber ich glaube, die wird auch mit mir einkaufen gehen. Das ist echt heftig. Ja. Das heißt, für mich steht jetzt die nächsten Wochen richtig, richtig viel Action an. Ich freue mich allerdings sehr darauf. Ich freue mich mega auf die neue Wohnung. Oh, ich freue mich da so sehr drauf. Die ist richtig geil. Das war ein Inserat ohne Fotos. Ich dachte mir, okay, was kannst du verlieren außer ein paar Minuten? Und ja, Überraschung. Ich war dann somit auch die Erste, die sich darauf beworben hat. Und hat richtig gut geklappt. So, yeah. Weiterhin kann es jetzt natürlich sein, dass vielleicht in den nächsten 3-4 Wochen ein bisschen weniger Videos kommen. Es kann aber auch sein, dass auf einmal richtig viele Videos kommen, weil ich irgendwie so, kennt ihr das, wenn ihr so in diesem Tun drin seid, dann kriegt man auf einmal so viel auf einmal gebacken und dann läuft es richtig geil. Also man weiß nie, was passiert. Ja, aber nur damit ihr Bescheid wisst und euch dann nicht wundert, was mit mir los ist. Falls weniger kommen sollte. Ich kann es noch gar nicht fassen. Also es ist echt cool. Ich freue mich so, dass das geklappt hat. Und weißt du, wa? Freu mich. So, ja, Überraschung. Das war jetzt wirklich, ich weiß nicht, sagt mal, ob irgendwer damit gerechnet hat, womit ihr gerechnet habt und falls ihr irgendwelche genialen Umzugstipps für mich habt, bitte, bitte schreibt mir die oder falls ihr irgendein cooles Umzugsunternehmen habt oder sonstiges, alles, was ihr so über Umzüge wisst und für mich vielleicht hilfreich wäre, bin ich immer sehr, sehr dankbar. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr freut euch über die Info. Und wenn so ist, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abo dalassen, nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Bis bald.